Es gibt da so drei Buchstaben, auf die können sich wirklich alle einigen. MCM. Der Weg der Brand führt von der Münchner Schickeria über ein römisches Hotel und das New Yorker Viertel Harlem bis auf die Gepäckbänder in internationalen Flughäfen. Aber wie wurde eigentlich aus einem süddeutschen Friseursalon eine der führenden Luxusmarken weltweit? Heute steht MCM für Modern Creation München und dort fängt unsere Story auch an. In den 70er Jahren entstand im Stadtteil Schwabing eine extravagante Szene von Promis aus der Mode-, Musik- und Filmwelt. Die wurde Schickeria genannt. Hört mal hier. Ja, in Schwabing gibt's Kneipen, die muss ganz was Besonderes sein, in Schickeria. War auf jeden Fall cooler als heute in München. Das war einfach Schickeria, Spider, Murphy, Gang, Alter, Digga. Hart. Das waren wilde Partys, richtig teures Essen, Designerkleidung, Bussi hier, Bussi da, jeder kannte jeden und mittendrin Michael Cromer. Michael Cromer wurde 1939 nicht in München, sondern in Krefeld geboren und hieß gar nicht Michael Cromer, sondern Michael Cromer. Er meint, mit dem C wirkt sein Nachname ein bisschen internationaler. Hart, Alter, der ist aus Krefeld, Alter. Der MCM-Erfinder ist einfach aus Krefeld. Ja, Westdeutschland. Helmut Newton ist auch Helmut Neustädter eigentlich. Klingt einfach ein bisschen cooler und nicht so komplett eingedeutscht. Als Teenager war Cromer in Frankfurter Stripclubs unterwegs und hat im Haus seiner Eltern ausufernde Partys mit Catering und befreundeten Tänzerinnen gefeiert. Ganz normaler, gehobener Mittelstand, oder? In Tübingen hat er dann während seines Studiums eine exklusive Kellerkneipe eröffnet und als DJ gespielt. Und bei Mercedes wurde er als Werkstudent gefeuert, nachdem er einen Streik angezettelt hatte. Erzählt er zumindest alles so in seiner Autobiografie. Krass, also ist so ein Vollasi gewesen sozusagen. Ich bin mal gespannt, was jetzt noch kommt, Digga, überlegt. Es sind so Leute, die sind meistens mit jedem gut, können sich mit jedem unterhalten, sind immer gut gelaunt. Aber eigentlich sind die immer nur so dazu da und sich so denken, ach, ich will mein Geld verdienen, ich will das machen und so komme ich an mein Ziel. Ich sag so, Michael Cromer könnte Rapper sein heutzutage. Ich würd's hören. Man merkt schon, Cromer war ein Angeber und Lebemann, aber mit Geschäftssinn. Mit 26 Jahren lernt Michael seine spätere Ehefrau Mara kennen und macht ihr noch am selben Tag einen Antrag. Zusammen ziehen sie beide nach München. Deutsche. Im Strip-Lokal. Mara hieß früher Chantal. Das erinnert mich an so Absturzgeschichten auch. Dann so Lotto gewinnen, dann alles in so einem Jahr ausgeben. Vielleicht war es früher einfach ein gewisser Standard, den man haben sollte. Als Model und Laienschauspieler war Cromer dann in einigen Softpornos zu sehen. Mit so Namen wie Dr. Fummel und seine Gespielinnen, Graf Porno, Bläs zum Zapfenstreich oder Nicht Fummeln, Liebling. Safe echte Meisterwerke. Was? Das ist ja lustig. Der Typ wollte Geld verdienen, ne? Das finde ich ja super toll. Ich hätte noch so einen vierten Film gemacht. Greif in der Tasche rein. Die ist groß. Wie Porno-Ping-Pong bei Joko und Klaas damals. Im Filmbusiness lernte Cromer Promis kennen, die zum Haare schneiden und Cocktails trinken in den Friseursalon seiner Frau kamen. Modern Coiffeur München. So hieß der. Krasser Zufall. Auch das MCM-Logo gab's damals schon. Der Salon wurde zum Hotspot der Reichen und Schönen. So ein bisschen wie Soho House auf cool. Anfang der 70er war Cromer dann bei einem Filmdreh in Rom. Im Hotel fiel ihm auf, sein Kumpel Fred Williams wurde direkt wie ein Hollywood-Star behandelt. Nur weil er einen Koffer von Louis Vuitton hatte. Ihr wisst schon, mit den Logos überall. Das wollte Cromer auch. Also fing er an, selbst Taschen und Koffer zu entwickeln, die auf den ersten Blick beeindrucken. Cognacfarbenes Schweinslederimitat, glänzendes Messingschloss mit Seriennummer und rundum bedruckt mit dem MCM-Monogramm vom Friseursalon. Sieht ein bisschen aus wie Louis V, aber halt neu und aus Deutschland. Krass, dass obwohl es schon Louis gab, dass die trotzdem so groß geworden sind. Die ersten waren ja einfach 1:1 der Vibe. Die erste MCM-Kollektion gab es natürlich noch nicht im Laden zu kaufen. Nur bei Mr. Cromer höchstpersönlich. Im Friseurladen wurden daraufhin allerhand Promis ausgestattet. Die kannte Cromer ja eh alle. Ein echter Cloudchaser, würde man heute sagen. Die Accessoires verbreiten sich in der Münchner Oberschicht. Bessere Werbung gibt es nicht. Guck mal, der hätte auch sagen können, ich kaufe meine eigene Louis-Tasche dreimal größer oder was ich was. Aber der hat einfach sein eigenes Ding gemacht. Das ist das Geilste, der macht sein eigenes Ding. Leute, die gerne da sein wollen, wo sie noch gar nicht sind, sind ja so kreativ auf einmal und wollen ja unbedingt zu diesem Ziel hinkommen, dass man einfach anders behandelt wird als andere Leute. Schon auch Baba, einfach, dass es irgendwie geschafft hat, dass generell alle Promis bei diesem Laden waren, von seiner Frau. So. Das war eigentlich der Clou, ne? In den 70ern wurden Flugreisen massentauglich und immer mehr internationale Gäste kamen in die bayerische Kulturmetropole.
Deswegen begann Cromer, seine Ware im Hilton Hotel auszustellen. So stießen die Stars und Jetsetter von alleine auf Cromers Produkte. Das ist ehrlich ein G-Move. 90er war halt so Film München. Waren ja auch alle Filmstudios da, oder? Die wichtigsten Leute laufen da vorbei. Neben lokalen Ikonen wie Uschi Glas und Franz Beckenbauer reisten in den 80ern auch Diana Ross und Tom Jones mit Cromers Koffern. Stevie Wonder war genauso Fan wie Siegfried und Roy. Alles richtig gemacht, Seeding. Adlige wie Lady Di und Prinz Leopold von Bayern waren mit MCM unterwegs. Sogar Michael Jackson soll ein paar Taschen gekauft haben. Und in der TV-Serie Dynasty bekommt Linda Evans mit ihrem MCM-Koffer genau die Behandlung im Hotel, die sich damals Cromer gewünscht hatte. Michael Jackson, Prinzess Diana und Prinz Leopold von Anhalt. So. Man kennt sie. Du kannst so schnell groß werden, wenn du die richtigen Leute kennst. Es muss nur eine Person sein, die eine riesen Reichweite hat. Und dann hast du es eigentlich, ne? Krasser als alle Promis zusammen hat nur einer geflext. Cromer selbst. Privatjacht mit MCM-Ausstattung und türkiser Ferrari Tessarossa mit passenden Koffern. Also wenn ich eine Marke hätte, ich würde ja auch alles vollballern damit, ne? Das ist schon JC-Level. Er hat mal anfangen sollen zu rappen. Schickimicki wurde er dann genannt und zog einen Marketing-Move nach dem anderen ab. Von Kampagnen mit Sexsymbol Cindy Crawford bis zum Trabi mit goldenen Felgen und MCM-Ledersitzen. Die Klatschpresse freute sich und die MCM-Produkte wurden zur Standardausrüstung der modernen Jetsetter. Cromer konnte Anfang der 80er Filialen in allen deutschen Großstädten eröffnen. Es folgten London, Paris, Hongkong, Shanghai und Singapur. Sogar im New Yorker Trump Tower wurde MCM verkauft. Anfang der 90er war MCM dann ein Riesenbusiness. 250 Filialen weltweit, 255 Millionen Euro Jahresumsatz. Wer weiß, ob auch in Afrika eine Filiale war. Wir wussten nichts davon. Und einfach nur, weil er sich so gedacht hat, ich möchte genauso behandelt werden. Aber jetzt gehört es zum koreanischen Unternehmen, also werden wir erfahren, was schiefgelaufen ist. Der Hype hielt leider nicht für immer. Ende der 90er kam einiges zusammen. Mit der Wirtschaftskrise in Asien brach der Umsatz ein. Dazu kamen immer mehr originale MCM-Produkte aus der Fabrik direkt auf den Schwarzmarkt, ohne dass Michael Cromer davon wusste. Die Originalware ist auf den Schwarzmarkt gekommen, aus der Fabrik raus. Okay. Jetzt weiß ich, woher die meisten Rapper ihre Klamotten her. MCM verlor langsam das Image der exklusiven Luxusmarke und wurde aufgrund der Beliebtheit im Rotlichtmilieu als Muschi-Club München verspottet. Warum sind Menschen so schrecklich? Da muss man halt leben so mit diesen Disses. Das ist alles nur Sport, Bruder. Damals, wo ich auch viel im Rotlicht gearbeitet habe, haben wirklich die Leute vom Rotlicht viel MCM angehabt. Jetzt, wo ich das sehe, habe ich jetzt meine Bestätigung bekommen. Krass. Zu allem Überfluss geriet Cromer auch noch ins Visier der Steuerfahndung. Eine anonyme Anzeige, angeblich eingereicht von einem Konkurrenten, beschuldigte Cromer, mehr als 55 Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben. Obwohl später klar wurde, dass die Vorwürfe übertrieben waren, bekam MCM keine Kredite mehr, die Firma ging pleite und musste verkauft werden. Wow. Ey, echt, ne? Ich hätte geheult. Das war bestimmt einer vom Rotlicht. Der hat mich mit falschen Leuten eingelassen. Der hat ihm bestimmt gesagt, ey Bruder, lass mich mit dir in der Firma rein, ich gebe dir 50%. Der so, nee, ich mach mein Ding alleine. Sagt er, okay, pass auf, ich fick dich jetzt. Neider die Augen legen, das gab's damals auch schon. Ich habe ja gesagt, im Lotto gewonnen, nach einer Woche alles ausgegeben. Michael Cromer verlor die Kontrolle über sein Lebenswerk. Er floh in die Schweiz, zog aus der Villa in eine kleine Wohnung und gab sein Privatvermögen für Anwälte, Berater und Gerichtskosten aus. Ey, in Hamburg würde man jetzt sagen, Kelleck, Bruder, was hast du gemacht? Wird gelaufen. Diese Neider, eklig. Der Taschenkönig versucht es noch einmal mit einer neuen Brand. Stars. Kennt heute aber kein Mensch mehr. Danach werde ich mal gucken, ob ich irgendwo eine Stars-Tasche finde. Dann hole ich mir die. Dann bin ich der Einzige und der Erste. Dazu kamen Krankheiten und ein schwerer Autounfall. Und bevor Cromer 2007 an den Folgen einer Operation an der Bauchschlagader verstarb, hatte das Ehepaar Cromer bloß 600 Euro monatlich zur Verfügung. Er hatte zwar versucht, auf einen grünen Zweig zu kommen, aber wurde nichts. Das gönne ich schon mal meinen Feind an. Da hat einer ein mies Auge auf den gemacht, der Arme. Millionär Tellerwäsche, Reverse. Aber ey, er hatte trotzdem ein krasses Leben. Er war ganz oben kurz und dann ganz unten. Aber ja, was soll ich sagen, Geld macht eh nicht glücklich. Da kam einfach mal so eine Marke auf der Welt und die ist einfach wieder weg, wie Corona. MCM wurde in den Nullerjahren von der koreanischen Investorin Kim Sung-yo gekauft. In Ostasien hatte das Image von MCM nämlich nie gelitten. Also konnte die neue Eigentümerin ein Comeback wagen. Heute macht die Marke mehr Umsatz als je zuvor. Aber die Frage bleibt doch, wie kommen irgendwelche Lederaccessoires aus der Münchner Schickeria zum Hip-Hop-Hype? Gerade jetzt? MCM on my luggage, so peanut butter MCM. MCM shoes, belt, bull bag, full of condoms. Hold up, snap back.
Das ist eine Geschichte, auf die Michael Cromer kaum Einfluss hatte. Naja, ein kleines bisschen vielleicht. Unbewusst. Cromer war ganz gut mit dem Entertainer Sammy Davis Jr. befreundet. Angeblich hat Davis 1976 die Koffer im Hilton gesehen und daraufhin die gesamte MCM-Kollektion gekauft. Auf spontan. Seitdem waren die beiden Kumpels. Was Cromer nicht ahnen konnte, Davis war in seiner Heimat, dem New Yorker Stadtteil Harlem, vor allem bei Dealern, Hustlern und Zockern beliebt. Das war halt einer aus dem Viertel, der es geschafft hat. Gangster aus Harlem gehen aber nicht in die High-Fashion-Stores in Downtown Manhattan. Wenn die die krassesten Outfits wollten, sind die immer nur zu einem Typen gegangen. Die Rede ist von Dapper Dan. I'm so dapper, man. Funky, fresh, dapper Dan. Dapper Dan at 4 a.m. Shit, I am the culture. Yeah, I'm drug money like Dapper Dan. Um seine ganze Geschichte zu erzählen, ist die Zeit zu knapp. Aber kein anderer hat Hip-Hop und High-Fashion so krass zusammengeführt und geprägt. Dapper Dan hat 1982 seine eigene Boutique in Harlem eröffnet und schicke Pelze verkauft. Meistens an Dealer, die dank dem Crackboom gerade viel Cash verdienten. Deswegen war Dans Laden 24/7 geöffnet. Mit den Dealern kamen auch die Rapper. Es war einfach so eine Boutique, aber ich wäre so beliebt und dann waren einfach dort alle. Eine Sache fiel Dan auf. Die größte Anziehungskraft haben legendäre Logos von europäischen Luxusmarken. Aber egal ob Louis V, MCM oder Fendi, diese Monogramme waren damals nur auf Taschen und Accessoires zu sehen, nicht auf Kleidung. Das musste sich ändern. Dan begann die Muster der renommierten High-Fashion-Brands einfach selbst auf Textil zu drucken und schneiderte daraus Outfits, die Luxus mit Hip-Hop-Styles vereinen. Was hat die für eine Jacke? Ein Müllsack, oder? Immer wieder dabei MCM. Und man erfand gleich eine neue Bedeutung für die Abkürzung. More Cash Money. LL Cool J trug einen weißen MCM-Tracksuit auf der Bühne. Bilal von der R&B-Gruppe The Boys hatte ein ähnliches Modell im klassischen Cognac-Ton. Big Daddy Kane ließ sich einen schwarzen Trenchcoat mit goldenen MCM-Monogramm anfertigen. Andere bekamen gleich die Sonderausstattung fürs Auto. Aber das ist krass, also es ist halt so komplett menschlich, ne? Wenn eine Person irgendwas Cooles hat und dann sind die immer so, hä, was ist das, kennt man noch gar nicht und so bla bla bla. Alle anderen möchten das dann auch haben, wollen übertreiben, von Felgen zu, okay, ich mache jetzt alles auf einmal damit. Das ist halt wie so ein Bazar, was Sachen fälscht, nur halt bessere Sachen gefälscht als Dan Original, Alter, wenn du so überlegst. Dapper Dan kleidete sogar seinen eigenen Wrangler Jeep mit MCM aus. Natürlich war das alles fake, aber Dapper Dan sagt dann immer, er macht keine Knockoffs, sondern Knock-Ups. Auf jeden Fall macht er das. Sieht man ja heute. Jetzt wird es alles in Regel produziert. Das ist ja keine Nachmache dann. Also es gab's ja davor nicht. Das ist richtig geil. Das ist ja Upcycling eigentlich, ne? Also du nimmst alte Sachen und machst einfach was Neues draus. Wegen diesen Copyright-Verletzungen musste er seinen Laden 1992 schließen und untertauchen. MCM waren, glaube ich, das Einzige, was Dapper denn nicht verklagt hat. Deswegen konnten die diese ganzen Famous Outfits, die man so von Lil' Kim und so kennt, konnten deswegen auch noch weiterhin die Fotos genutzt werden und alles. Heute produzieren Luxusmarken wie MCM Streetwear, kooperieren mit Rappern und All-Over-Logo-Prints sind überall. Seine Sache, die er gemacht hat, haben die jetzt weiter geklaut, sozusagen die Marke, weißt du, meine? Jetzt auf einmal arbeiten die Marken mit Rapper. Und Dapper Dan arbeitet seit 2017 mit Gucci zusammen. Legacy ist da und für immer in Rap-Texten verewigt. Alles custom, so wie Dapper Dan. Louis Bag, Louis Jacke, Dapper Dan. Du hast genug Fantasie und Kreativität und kennst dich mit den Marken aus, obwohl du dir die echten Marken eigentlich gar nicht leisten kannst. Die Leute wollen dich trotzdem haben, weil die viel zu viel krankes Zeug in ihrem Kopf haben und einfach Geschäftsmänner sind, obwohl sie keine Ausbildung gemacht haben oder so, ne? MCM ist weiterhin auf dem Vormarsch. Und obwohl auf der Website nichts mehr an Michael Cromer erinnert, seine Extravaganz bleibt der Grund, wieso die Marke heute noch alt und neureiche gleichermaßen begeistert. Beyoncé zum Beispiel, die im Video zu Apeshit einfach einen Custom MCM Bodysuit getragen hat. Auch in Deutschland hat es die Marke wieder auf den Laufsteg geschafft, ohne den Bezug zur Straße zu verlieren. MCM direkt seine Ware, Drogenbunker, Bauchtasche. Inseln, hab 100 Gramm im MCM-Rucksack da. Immer drei Packs in der MCM-Tasche, Rap oder Straße, wir machen die Kasse. Klar also, dass alle möglichen MCs MCM erwähnen und tragen. Besonders die, die sich selbst zu Schickerie erzählen würden. Meine Kappe ist von MCM. MCM-Rucksack oder Rest von euch muss Bus fahren. Alles Gucci ohne dich. Leg die MCM auf den Beifahrersitz. MCM
MCM hat mit der Connection von Luxus und Street genau das richtige Underdog-Image für den Aufstiegsgedanken von Hip-Hop und ist mit der Geschichte von Michael Cromer auf der anderen Seite auch eine deutliche Warnung vor den Gefahren des Big Business, in dem Geld mehr zählt als Freundschaft, Kreativität und Gerechtigkeit. Kennt ihr ja schon. Cash rules everything around me. Ich finde die Person jetzt in dem Kontext, in dem die Marke heute getragen wird, macht das viel mehr legit, dass das so ist, wie es ist. Ich feiere jetzt diese Marke noch mehr, Alter, weil der Typ vom Rotlicht kommt, Alter. In welcher Tasche versteckt ihr eure Drogen? Und welches Thema sollten wir als nächstes machen? Bye! Der Hosentasche. Ja, ey, aber krasse Story, Mann.